Hallo, wir zeigen euch heute die Kettlerschule Schmelz. Kommt doch mit! Das hier ist der PC beim Anmachen und jeder Schüler bekommt seine eigenen Daten, zum Beispiel halt eben hier den Benutzernamen und das Passwort. Ich gebe jetzt meine Daten ein, halt eben meinen Namen. Und hier dann jetzt mein Passwort. Wenn man das richtige Passwort eingibt, kommt man auf seinen Account und hat alles, was man bei Word was gespeichert hat oder bei PowerPoint, dann hat man das. Man kriegt die Zugangsdaten vom Lehrer, also vom Klassenlehrer. Und ja, da kann man halt eben erst das Passwort vom Lehrer eingeben, was der gegeben hat, und dann selber ein Passwort halt eben machen. Das hier ist unser Smartboard im PC-Saal. Halt eben, das hat hier auch einen Stift und der Lehrer kann von einem bestimmten PC aus hier Sachen dran beamen und halt eben den ganzen Schülern, die da hinten sind, zeigen. Zum Beispiel, der geht auf, wie jetzt beamt der hier eine Aufgabe dran, zum Beispiel bei PowerPoint einen Vortrag, halt eben was wichtig ist und so. Und der kann da auch ein Video drauf machen und so, ist so wie ein Beamer, ein cooler. Hier befinden wir uns im Kunstsaal. Hier hängen ein paar von unseren Werken. Dafür mussten wir ein paar Papierstücke, Stoffstücke mitbringen und mussten verschiedene Nähte aufzeichnen. Und das hat viel Spaß gemacht. Und hier werden dann auch noch verschiedene Projekte drangehangen, wie zum Beispiel selbstgemalte Bilder, die wir dann da dran. Und hier sind wir in der Küche. Also das sind die ganzen Schränke zum Tischdecken. Zum Beispiel haben wir hier Teller und hier haben wir Tassen. Und ja, und wir haben Gläser und so. Dann kommen wir hier zum schönsten Teil. Die Arbeitslehrer-Leute kochen hier, haben Kochunterricht. Hier haben wir noch einen Backofen. Ja, wie man sieht. Ist eine schöne Küche und ja, das war's eigentlich auch schon. Hallo, wir stellen euch heute die Bücherei vor. Hier gibt es Tiergeschichten, Familie, Liebe und Freundschaft Bücher und Abenteuer, Comics, Sprachen aller Welt und noch viel mehr Bücher. Hier gibt es noch bequeme Sitzplätze. Und hier gibt es so eine rote Liste, wo man halt schreiben kann, was in Bücherei halt, was für ein Buch noch nicht gibt und das unbedingt dringend hier sein muss. Hier haben wir jetzt noch ein paar Bücher genommen von dem Regal. Und hier gibt es zum Beispiel 5 Bücher von Percy Jackson. Und dann haben wir noch hier ein Buch von Harry Potter. Der Percy Jackson ist so ein Romanbuch. Hier gibt es Romanbücher und das ist so. Harry Potter ist so ein Fantasiebuch. Wir haben auch mehrere Teile von Harry Potter. Und es gibt noch Zeitschriften, Mädchenzeitschriften und Tierzeitschriften. Hier ist unser Pausenverkauf, wie ihr seht, und hier kriegt man kleine Leckereien, wie zum Beispiel Schokoriegel oder auch Brezeln oder so. Und hier gibt es auch was zu trinken, wie zum Beispiel Kakao. Sehr beliebt sind auch meistens die heißen Toast, die Käseecken. Also hier ist auch ganz schön viel los in den Pausen. Und hier kann man auch in den kleinen Pausen hingehen, falls man halt Hunger hat und nichts dabei hat. Also direkt hier vor der Sporthalle ist unser Drehrad. Hier befinden sich eher die kleineren Kinder, wie zum Beispiel 5-, 6- und 7-Klässler. Und also hier, wie ihr seht, ist es halt so ein Drehrad. Hier kann man sich halt draufsetzen und halt drehen. Und hier haben wir uns halt auch früher mal wehgetan. Und trotz all dem hat das sehr viel Spaß gemacht hier. Hier sind unsere Bänke. Die sind nicht so alt, aber auch nicht so neu. Die sind schon seit 1-2 Jahren hier. Und da können wir uns immer ausruhen und ein bisschen chillen. Ja.
Hier direkt hinter der Sporthalle haben wir unsere Kletterwand. Da gehen wir öfters hin, wenn wir zum Beispiel Physikunterricht haben, um Experimente zu machen. Im Sommer im Sportunterricht sind wir auch schon geklettert. Also hier ist das Sekretariat, das sieht man auch hier an dem Schild. Da gehen halt immer Leute hin, wenn sie was fragen wollen oder wenn sie zu Hause anrufen müssen, falls was passiert ist. Oder wenn man ein Problem hat, so generell mit Schülern, Streit. Oder wenn man halt verletzt ist, kann man halt zur Frau Kazorke gehen oder wer auch gerade im Sekretariat da ist, kann man halt fragen, ob sie einen Verband haben, falls man hingefallen ist. Wir interviewen hier den Vertrauenslehrer, Herr Gillet. Hallo. Also, wie finden Sie die Aufgabe, Vertrauenslehrer zu sein? Also, die Aufgabe, Vertrauenslehrer zu sein, gefällt mir sehr gut. Mir macht es sehr viel Spaß, mit Kindern zu sprechen, auch mal über persönliche und private Sachen. Nicht nur immer über Schule zu sprechen, das ist eigentlich so, was mir da am meisten gefällt dabei. Wann komme ich am besten zu Ihnen? Okay, also ihr seht mich ja ganz oft da draußen auf dem Schulhof rumkreuchen und fleuchen. Und da kommen ja eigentlich immer schon die meisten Schüler zu mir und fragen mich, oder wenn sie Probleme haben, fragen sie mich, ob ich schon mal kurz diese Zeit hätte. Ich habe theoretisch freitags die zweite Stunde immer Zeit für euch und da ist auch meine Sprechstunde, aber da ist noch nie jemand gekommen. Die meisten Schüler hauen mich halt einfach auf dem Schulhof an oder wenn sie mich irgendwo auf dem Gang sehen. Die Aufgabe macht natürlich Spaß, aber manchmal ist es natürlich sehr hart. Wenn es dann da zum Beispiel geht, ich hatte mal einen Jungen gehabt, der hatte beispielsweise mit seiner Freundin Schluss gemacht gehabt, ja. Und er war dann sehr traurig, sehr niedergeschlagen und dann ist es natürlich schon sehr schwer für jemanden wie mich, der dann so mitfühlend ist und dann immer noch sich dann an seine eigene Kindheit zurückerinnert fühlt, ist es manchmal doch schon sehr schwer. Aber meistens macht die Arbeit schon viel Spaß. Wie lange arbeiten Sie schon als Lehrer und haben Sie schon woanders gearbeitet? Okay, also seit etwa 4 Jahren arbeite ich schon richtig als Lehrer und ich war schon 2 Jahre auf der Grundschule gewesen. Auch hier in Schmelz hat natürlich sehr viele Vorteile, dass ich sehr, sehr viele Kinder ja auch schon von der Grundschule her kenne. Mögen Sie Ihre Arbeit? Als Lehrer mag ich den Beruf total gerne. Ich habe mir das immer gewünscht und erträumt, schon als jugendlicher Lehrer zu werden und es macht mir richtig viel Spaß. Und vor allem hier an der Schule macht es mir noch wahnsinnig viel mehr Spaß wie an anderen Schulen. Was waren Ihre Lieblingsfächer? Also meine Lieblingsfächer waren tatsächlich Deutsch und Geschichte, die Fächer, die ich dann studiert habe. Und ich habe auch noch gerne Sport gemacht. In Mathe war ich ziemlich schlecht und in Rallye und in Französisch und in Physik und in Chemie. Deshalb, Deutsch und Geschichte waren ganz cool und Sport natürlich. Warum wollten Sie Lehrer werden? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also mein Großvater, den ich über alles geliebt habe, der war auch immer schon Lehrer gewesen und deshalb habe ich mir den Beruf gar nicht richtig aussuchen können. Also ich habe mir das irgendwie, hat sich das bei mir eingeprägt, dass ich Lehrer werden muss. Und irgendwann in der 9. oder 10. Klasse kamen dann meine Mitschüler zu mir und haben gesagt, du Boris, du kannst echt gut erklären und uns gut weiterhelfen, Lehrer wäre doch dein Ding. Da habe ich gesagt, ja, ist mein Ding.